Mikrofon zu dicht? Ne, ist gut so. Ja? Ja. Schön. Okay, 18 Uhr. Starten wir. Fangen wir an. 18 Uhr, herzlich willkommen zum Freitagabendtraining. Bisschen Technik und Muskelfunktionstraining. Wir werden in der Erwärmung schon ein bisschen technische Elemente mit einbauen. Dann gehen wir einen Durchgang Muskelfunktionstraining, die 11 Übungen. In der Pause wiederholen wir nochmal die technischen Abläufe, die wir jetzt so ein bisschen durchgehen. Und dann machen wir noch einen zweiten Durchgang Muskelfunktionstraining und dann ein kleines abschließendes Cooldown-Stretching. Ja. Okay, wir starten mal. Locker in die Boxstellung, ziemlich parallel hinstellen und locker linke, rechte gerade nach vorn boxen. Wir werden heute in der verkürzten Technikstunde mal eine kleine Angriffssituation simulieren und einen darauf folgenden Konter. Konter bedeutet Gegenangriff, Gegenaktion als Reaktion auf die Aktion des Gegners. Locker laufen, Arme locker machen und ein bisschen springen und locker machen. Stellt euch mal in die Boxposition, ich zeige euch mal die ersten Steps, die wir durchgehen, ohne Schläge. Passgang. Also, ich gehe in die Normalauslage, Linksauslage. Linker Schritt nach vorn, rechter hinterher. 1, 2. Dann rechter Step nach hinten und wieder nach vorn. Das üben wir mal kurz. Ja, das wird auch Bestandteil der technischen Übung sein. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Und wieder locker in die Boxstellung, aufwärts sein. Und nochmal in die Boxstellung. Wieder linken Fuß nach vorn. Step, step, rechter Schritt nach hinten und rechter Step nach vorn. Noch einmal. Links, links, Step nach hinten und Step nach vorn. Und noch einmal. Step, step, Schritt nach hinten und nach vorn. Und nochmal Boxstellung. Seitwärtshaken. Freestyle-Schläge. Und seitliche Abwehr. Schön atmen. Linken Arm nach hinten kreisen. Wechsel rechten Arm. Und erst links, dann rechts. Windmühle. Und mal wechseln nach vorn. Den linken Arm nach hinten drehen, den rechten Arm nach hinten drehen. Schön gerade in den Rücken. Hände in die Hüfte stützen, den Oberkörper zweimal nach rechts, zweimal nach links. Die Hände bleiben in der Hüfte und wir kreisen nur das Becken, entweder links oder rechts rum. Versucht euren Oberkörperschwerpunkt halbwegs in der Mitte zu halten. Nur Becken kreisen und wechsel in die andere Richtung. Und nochmal wechsel andersherum. Und kurz locker machen. So, zur Technik. Wir gehen nochmal in die Boxposition. Linke Fuß steht vorn. Wir schlagen jetzt mit den Steps auch die Schläge. Das bedeutet, erstmal Zeitlupe. Guckt mal zu. 1, 2. Ihr bleibt so stehen, lasst den linken Arm draußen. Wenn ihr den Arm zurücknehmt,
geht ihr mit dem rechten Fuß nach hinten. 3, 4. Ja? Und noch einmal. 1, 2. Armbrett draußen. Beim Zurücknehmen. Step nach hinten und Step nach vorne mit dem rechten Bein. Noch einmal probieren. Und zwar. 1, 2. Der Arm bleibt draußen. Schritt bleibt vorne. Wenn ihr den Arm zurücknehmt, noch einen Schritt nach hinten, ungefähr so 2-3 cm und dann wieder nach vorn. Diese zwei Steps nach vorn, links, links, damit setzt ihr euren Gegner unter Druck, bringt ihr den Zugzwang. Wer will natürlich antworten, startet einen Gegenangriff. Gegenangriff. Ihr lasst den Gegenangriff aus. Mit dem kleinen Step, die Faust ist ungefähr hier vom Gegner. Ja? Wenn er nicht zu weit weg ist, versucht ihr ganz kurz nochmal mit der rechten zu kontern. Mit dem kleinen Schritt nach vorn. Und noch einmal. 1, 2, zurück und bam. Ja? Und noch einmal. Links, links, links zurück, Schritt nach hinten und nach vorne. Ja? Probiert nochmal. 1, 2, Step, Step. Links, links, rechter Schritt nach hinten, rechter Schritt nach vorne. Und noch einmal. 1, 2, beim Zurücknehmen, Step nach hinten. Der Schlag geht in die Luft und ihr kontert direkt mit einem Gegenschlag. Ja, noch einmal. 1, 2, zurück, 3. 1, 2, zurück, 3. Das war in aller Ruhe üben. In Zeitlupe noch einmal. Und los geht's. Links, links. Step nach hinten, rechts nach vorn. Links, links, zurück, nach vorn. Nochmal in Ruhe. 1, 2, Step nach hinten, Step nach vorne. Angriff, Angriff, Ausweichen, Konteraktion. Ja? Noch einmal. 1, 2, Step nach hinten, 3. Wenn ihr den zweiten linken Schritt macht, macht ihr nicht so groß. 1, 2, denn dann habt ihr mehr Spielraum nach hinten und könnt dann besser nach vorne. Wenn ihr hier vorne eine gute Balance habt, könnt ihr, wenn ihr die rechte zurücknehmt, die linke bringen und euch links rausdrehen. Das können wir mal probieren. Links, links, Step nach hinten, rechter Konter, links rausdrehen. Das ist der absolute Idealfall. Dann ist man direkt wieder raus aus der Gefahrenzone. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Und noch einmal. Links, links. Step nach hinten, rechts, links rausdrehen. Und dann hinten schön stabil stehen und dann wieder locker den Rhythmus finden. 1, 2, Step nach hinten, Konter, rausdrehen und wieder Übersicht und Balance. Wir versuchen das mal in der Rechtsauslage. Ja, jetzt stellt euch andersrum. Rechts, rechts, Schritt nach hinten, links, linker Schlag, rechts rausdrehen. Ja, ist eine andere Perspektive, aber kann man ja mal üben. Ja. Für mich geht hier diese Boxposition etwas leichter, weil ich Rechtsausleger bin. Rechts, rechts, rechts bleibt draußen. Beim Zurücknehmen, linker Schritt nach hinten, linker Schlag, rechts rausdrehen. Ja? Und noch einmal. Step, 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 boom. Und noch einmal. 1, 2, zurück, 3, 4. Einmal noch. Ausweichen, Konteraktion und raus aus der Gefahrenzone und sicher. Alles dabei in Beachtung der Deckung, dass die Fäuste ungefähr in Kopfhöhe bleiben. Bam, bam, Step nach hinten, Konterschlag, rausdrehen und wieder Balance finden. Noch 2-3 Mal in der Normalauslage, in der Linksauslage. Links, links, zurück, rechter Schlag, links rausdrehen. Und wieder sammeln. Und noch einmal. Einmal noch, dann geht's rein in die Kraftübungen. Links, links, links zurück, rechter Schritt, Konterschlag und rausdrehen. Und wieder sammeln. Okay, kurz was trinken, dann geht's weiter mit den Kraftübungen. Und in der Pause zum zweiten Durchgang gehen wir das nochmal in Ruhe durch. Ja? So, wieder
11 Übungen. Wir starten wieder mit dem Maikäfer. Eine Minute. Jeder geht seinen Rhythmus. Die eigene Geschwindigkeit finden und dabei immer schön gleichmäßig atmen. Fertig werden und los geht's. Schön Luft holen, gleichmäßig die Übungen durchgehen. Die Hälfte haben wir geschafft. Und komm. Durchhalten. Noch 5 und Pause, Beine absetzen, Oberschenkel aufschütteln, die Füße schulterbreit aufstellen und wir starten mit dem Beckenheber. Becken rauf, Becken runter, beim Absinken kurz über den Boden abfangen und dann wieder hoch. Hälfte ist weg. Und bleibt dran. Noch 5. Und Pause, kurz absetzen, Magen, Oberschenkel aufschütteln. Wir gehen in den Ellbogenstütz. Strecken die Beine, heben die Beine ab vom Boden und gehen in den seitlichen Beinspreizer links und rechts. Wem das zu heavy ist, der legt die Beine ab und macht das aus dieser Position vom Boden weg. Fertig und auf geht's. Schön atmen. Die Winkel variieren. Hälfte ist weg. Durchhalten. Und komm. Noch 5. Und absetzen, kurz entspannen. Und Luft holen. Die nächste Übung. Seitlicher Ellbogenstütz. Wir versuchen das Becken über den Boden zu halten. Dabei den Rücken gerade, Brustkorb rausdrücken. Fertig. Und los geht's. Die Hand hier oben an den Hinterkopf. Und Spannung im Rumpfbereich, Beine möglichst gerade und halten. Dranbleiben. Wir haben schon die Hälfte, schon mehr als davon, mehr als die Hälfte. Bleib dran, komm.
Halten, 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 halten. 10. 5. Und absetzen. Sehr gut. Wir wechseln auf die andere Seite. Ich mache mal eine andere Version. Ich bleibe mal mit dem Becken unten. Heb zweimal das obere Bein und zieh zweimal den Oberschenkel ran. Fertig. Und los geht's. Auch wieder Rücken gerade. Und komm. Noch 5. Und Pause. Sehr gut. Kurz durchatmen. Wir kommen zur nächsten Übung. Wir legen uns auf den Bauch. Winkeln das linke oder rechte Bein an. Und werden den Oberschenkel abheben. Fertig. Und go. Nicht ablegen, sondern immer wieder abfangen. Kurz vom Boden, dann geht es wieder rauf. Hälfte ist weg. Bleib dran. Noch 5. Und absetzen. Wechsel zum anderen Bein und auf geht's. Schön atmen, durchhalten. Hälfte ist weg. Noch 5. Und ablegen. Sehr gut. Kurz entspannen. Die Hände unter den Schultergürtel legen. Den Rücken nach oben biegen. Becken bleibt am Boden. Kopf ins Gelenk legen. Und 2-3 Mal schön tief durchatmen. Dann langsam mit dem Gesäß nach hinten schieben, auf die Hacken, Brustkorb zum Boden drücken. Und langsam in den Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultergürtel, den Rücken zur Decke drücken, Kinn auf die Brust. Und langsam den Rücken durchbiegen oder durchhängen lassen, Kopf ins Genick legen. Und wir kommen auf die Füße für die Kniebeuge. Wir gehen Kniebeuge im rechten Winkel, strecken die Beine und Federn zweimal oben nach, sodass wir auf den Fußbein kommen für die Wadenmuskulatur. Und go!
Die nächste Übung, in die Rückenlage. Die Beine in den rechten Winkel. Wir fahren Rädchen. Wir starten mit dem linken Bein 30 Sekunden. Und los geht's. Das rechte Bein bleibt statisch im rechten Winkel. Und schön rollen. Schön die Bewegung ausnutzen. Bein strecken. Bein ranziehen. Atmen. Noch 5. Und wechsel das andere Bein. Und wieder schön rein in die Bewegung. Und schön rollen. Und zieh. Und wechsel nochmal. Beide Beine. Komm. Komm. Durchhalten. 5 Sekunden. Und Pause. Die Beine absetzen und Baden, Oberschenkel aufschütteln. Sehr gut, super. Mal in Ruhe durchatmen. Und wir bereiten die nächste Übung vor. Wir stellen das linke Bein auf den Boden, strecken das rechte Bein und Beckenheber. Fertig, los geht's. Absetzen, den Oberschenkel aufschütteln, vorbereiten, wechsel zum anderen Bein und auf geht's. Und absetzen. Locker machen. Sehr gut. So, wir haben noch 3 Übungen im ersten Durchgang. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und versuchen Liegestütz zu bringen. Wir lassen uns nach hinten absinken. Gesäß nach hinten. Die Ellbogen ziemlich dicht am Körper lassen, aber nicht absetzen auf den Boden. Schieben den Oberkörper langsam nach vorn. Drücken uns dann nach oben. Und gehen in die nächste Wiederholung. Fertig und los geht's. Und durchhalten, komm. Atmen, mich die Luft anhalten. Und jeder noch 2, komm. 1. Und 2. Wunderbar, sehr gut. Kurz die Arme ein bisschen auflockern. Und wir kommen schon zur vorletzten Übung. Wir legen uns wieder auf den Bauch, strecken die Arme, heben Arme und Beine ab und paddeln. Und auf geht's.
Atmen. Hälfte ist weg. Bleib dran. Fünf. Und absetzen. Kurze Verschnaufpause. Sehr, sehr gut. Wir kommen zur letzten Übung, im ersten Durchgang. Wir gehen wieder in den Vierfüßlerstand. Strecken den linken Arm. Das rechte Bein. Rollen uns zusammen. Knie und Ellbogen treffen sich. Und strecken uns wieder. Los geht's. Wechsel, kurz verschnaufen und den rechten Arm strecken, das linke Bein und auf geht's. Und Pause. Super, sehr gut. Kurz mal auf die Beine kommen, zwei, drei Schritte gehen. Trink mal was. Und dann gehen wir nochmal unsere Boxübung durch. Und dann improvisierten Angriff. Den Step nach hinten und der Konterschlag. Und vielleicht noch das Rausdrehen, raus aus der Gefahrenzone. So, stellt euch nochmal in die Boxstellung. Wir starten, zwei linke. Eins, zwei, links nach draußen. Wir nehmen ihn zurück, rechter Schritt nach hinten, Step nach vorne. Und noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Und noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Rausdrehen. Abdrücken vom rechten Fuß. Rausdrehen. Und absichern. Und noch einmal. Eins, zwei. Step nach hinten. Step nach vorne. Rausdrehen. Und absichern. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und bewegen. Links, links, Step nach hinten, rechts, links rausdrehen. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Locker machen. Und wir wechseln mal in die Rechtsauslage. Rechten Fuß nach vorn, rechts. Rechts, Step nach hinten links, linker Schlag, rechts rausdrehen. Ja, noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal. Rechts, rechts, nach hinten, links, rausdrehen. Rechts, rechts, nach hinten, links, rausdrehen. Bisschen sammeln. Und nochmal die Linksauslage. Links, links, Step, rechts, rausdrehen. Links, links, Step nach hinten, rechts, rausdrehen. Und noch einmal. Links, links, Step, rechts, links, rausdrehen. Wunderbar. So, wir
bereiten uns wieder vor. Durchgang Nummer 2. Muskelfunktion. Schnell noch ein Stückchen trinken. Und wieder in die Rückenlage. Form rein für die Maikäfer. Wieder eine Minute. Und auf geht's. Den Rhythmus finden. Und wieder schön atmen. Und dranbleiben. Komm. Die Hälfte ist weg. Durchhalten. Und absetzen, kurze Pause. So, die Füße wieder. Schulterbreit aufstellen, unser Beckenheber. Fertig, los geht's. Atmen. Hälfte ist weg. Und komm. Jeder geht seinen Rhythmus, sodass ihr gut durchkommt. Und die Zähne dabei zusammenbeißen. Komm. Noch 10. Und absetzen, kurz auflockern. Sehr gut. In den Ellbogenstütz. Wieder unter linker, rechter Beinspreizer. Fertig. Und los geht's. Durchhalten. Hilft es weg. Und komm. Bleib dran. Die Atmung. Noch 5. Und absetzen, Pause. Super, sehr gut. Willkommen in den seitlichen Ellbogenstütz. Wieder die richtige Spannung finden im Körper, die Balance halten. Fertig und auf geht's. Rücken gerade. Die Beine unter Spannung. Oberkörper bleibt gerade. Die Hälfte ist weg. Halten, halten, halten. Jawohl. Und komm. 15.
Noch fünf. Und absetzen. Super, sehr gut. Wir wechseln zum anderen Ellenbogen, zur anderen Seite. Wieder schön den Körper gerade und auf geht's. Durchhalten. Hälfte ist geschafft. Zehn Sekunden. Und Pause. Sehr gut. In die Bauchlage. Kurz mal durchatmen. Wir winkeln wieder linkes oder rechtes Bein an. Und der Oberschenkelheber. Los geht's. Noch fünf. Und kurz absetzen. Wechsel zur anderen Seite. Fertig werden und los geht's. Hält es weg. Bleib dran, komm. Und zieh. Noch fünf. Und absetzen, Pause. Super, sehr gut. Die Hände unter den Schultergürtel, wir drücken wieder. Die Wirbelsäule durch, den Kopf ins Genick legen, versucht euer Becken am Boden zu halten. Und langsam das Gesäß nach hinten schieben und den Brustkorb zum Boden drücken, Arme strecken und durchatmen. Dann in den Vierfüßlerstand. Hände unter die Schultern und den Rücken nach oben drücken zur Decke. Kinn auf die Brust. Spannung halten. Und langsam den Rücken durchhängen lassen. Den Kopf ins Genick legen. Und wir kommen wieder auf die Beine für die Kniebeuge. Nochmal locker machen. Wieder Schulterbreite aufstellen. Und wir starten. Los geht's.
Ruhepause. Super, sehr schön. Rückenlage. Nochmal die Beine aufschütteln. Rädchen fahren. Beide Beine rechter Winkel und wir starten mit links. Los geht's. Schön wieder rollen, strecken, ranziehen. Und komm. Fünf Sekunden. Wechsel zum anderen Bein. Und wieder schön. Runde Bewegung. Und zieh. Atmen. Rhythmus halten. Wechsel beide Beine und ziehen und treten und treten. Komm. Zieh. Bleib dran. Noch fünf. Und absetzen, aufschütteln. Sehr gut. Nächste Übung wieder die einbeinigen Beuger. Linken Fuß auf den Boden stellen. Rechtes Bein strecken und der einbeinige Beckenheber. Auf geht's. Komm! Absätze, kurz aufschütteln und wir wechseln zum anderen Bein. Fertig und go! Absetzen. Super. Die Waden aufschütteln. Oberschenkel locker machen. Sehr, sehr gut. Schön durchhalten. Noch drei Übungen. Wieder unsere Liegestütze. Fertig. Und los geht's. Und komm, durchhalten. Recht geschafft. Wieder noch zwei Stück. Komm. Und Pause. Sehr gut. Kurz locker machen. Arme aufschütteln. Und wir gehen in die Bauchlage vor der Übung. Wir paddeln wieder mit den Armen, mit den Beinen. Fertig, los geht's.
Hälfte ist weg. Bleib dran. Luft holen. Noch fünf. Absetzen, Pause. Super. Sehr gut. Letzte Übung. Tieffüßlerstand. Linken Arm strecken. Rechtes Bein. Okay. Wir wechseln die Seite. Rechten Arm strecken, linkes Bein und go. Und Pause, wir haben es geschafft. Sehr gut. So, trink mal schnell ein Schlückchen. Und dann geht's noch ins kleine Cooldown. Die Beine strecken und zieht euch langsam nach vorn. Langsam lösen, Beine anstellen und das rechte Bein ranziehen und nach vorn stoßen. Zwei, drei, vier Mal. Wechsel anderes Bein. Und wir legen uns auf die linke oder rechte Seite, winkeln die Beine an. Rechter Winkel. Liegen. Die Arme übereinander. Und der obere Arm geht 10 Mal langsam nach hinten und wieder nach vorne. Wenn ihr die 10 habt, wechselt zur anderen Seite. So, ich wechsle schon mal die Seite. So, ich bin durch und nochmal jeder für sich selbstständig, 5, 6 Boxerrollen. Oberschenkel ranziehen an den Oberkörper, die Stirn auf die Knie, kleiner Kick und abrollen. Okay, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Trainingswoche ist fast geschafft. Ich fand es wieder sehr interessant.
Jeder hat von den Trainern sein Bestes gegeben, hat richtig Spaß gemacht. Morgen, Samstagprogramm mit Rüdiger, mit Uli, mit mir. Jetzt schon mal einen schönen Abend und wer Lust hat, der ist morgen dabei. Okay, Dankeschön. Ciao, ciao, schönen Abend.